Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid in der Lage, das schöne Sommerwetter zu genießen. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal der Disflüsterer. Mein Name ist Dennis und hier dreht sich alles um Filme und Serien in der bestmöglichen Qualität. Wenn ihr Filme als 4K UHD-Scheiben oder 1080p Blu-rays sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über euren Support in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Ich dachte mir, es gibt für die warme Jahreszeit keinen besseren Film als Der Weiße Hai von Steven Spielberg aus dem Jahre 1975. Wir haben Sonne, Strand, das Meer und einen supergroßen, menschenfressenden weißen Hai. Was will man mehr? Für mich ist Der Weiße Hai einer meiner absoluten Lieblingsfilme und hat mich in meiner Jugend geprägt und meine Leidenschaft zum Film nochmal mehr entfacht. Es ist ein perfekter Mix aus Abenteuer und Monsterhorror und gerade die grandiose Musik von John Williams macht diesen Streifen zu einem zeitlosen Meisterwerk. Über die Handlung muss ich ja nichts sagen, denn der Titel sagt alles aus, worum es geht. In diesem Video erfahrt ihr, wie die Bild- und Audioqualität ausfällt, was ihr bei den Extras und der Verpackung erwarten könnt. Los geht's mit dem Bild. Was kann Der Weiße Hai in 4K? Typisch für die damalige Zeit wurde der Film auf einer Arriflex 35 und einer Panaflex-Kamera auf 35mm Film gedreht. Bereits im Jahr 2012 wurde der Film sehr aufwendig und mit viel Geduld und Hingabe restauriert. So hat man die alten Filmrollen Frame für Frame gescannt und von Schmutz gesäubert und die Risse im analogen Film beseitigt. Als digitales Zwischenprodukt hat Universal ein 4K-DI angefertigt und so bekommen wir dann auch das schöne native 4K-Bild zu sehen. Was sehr erfreulich für alle Puristen ist, kein Rauschfilter wurde angewendet und so zeigt der Film sein natürliches Korn. Was mir sofort auffiel, ist, dass die Körnung feiner und homogener wirkt. Da ein großer Teil des Films bei Tageslicht spielt und gerade das Wuseln des Korns bei der Full-HD-Scheibe bei hellen Flächen wie zum Beispiel im Himmel auffiel, so handelt die UHD das Korn viel souveräner. Ihr kennt es sicherlich, diese Fliegenschwärme im Korn sind fast nicht mehr zu erkennen. Aber auch durch die feinere und höhere Auflösung des Filmkorns besitzt das Bild insgesamt eine bessere Schärfe und so kommen Details und auch Konturen schöner zur Geltung. Da die Blu-ray von 2012 auch auf den neuen Remaster beruht, hat diese aber auch ein gutes Bild vorzuweisen. Allerdings wirkt das Korn in manchen Szenen gröber und verliert natürlich an Schärfe. Der erweiterte Farbraum liegt mit HDR10, HDR10 Plus und Dolby Vision in Rec 2020 vor. Hatte die 1080p Blu-ray noch eher ein wärmeres Color Grading, wirkt die UHD-Scheibe neutraler, aber auch kräftiger. Endlich sieht der Himmel und das Meer richtig schön blau aus und auch das Blut kommt nicht mehr so orangelastig, sondern schön satt und knackig rüber. Auch die beliebten Hauttöne wirken viel besser und natürlicher, denn der gelbe oder auch orange Stich sind dank HDR nicht mehr vorhanden. Ein Wort sei noch zu Dolby Vision gesagt. Denn in den meisten Fällen bereichert es den Film ungemein. Ich muss allerdings sagen, dass in ein paar Szenen das Bild mir insgesamt zu hell und knallig war. Gerade bei den Szenen am Strand im Tageslicht war mir Dolby Vision ein bisschen zu viel. Dort mochte ich HDR10 eine ganze Ecke mehr. Natürlich zeige ich euch wie immer auch ein Beispiel. In dem ersten 4K-Screenshot seht ihr einen Ausschnitt aus der Anfangsszene mit dem ersten Opfer. Die Kamera fokussiert sich auf die Schwimmerin und zeigt uns so die Perspektive des Hais. In dem Shot seht ihr die besseren Schwarzwerte und der an sich dynamische Kontrast. So wirkt diese Szene in 4K stimmungsvoller. Im Vergleich zur Blu-ray sieht das Bild heller und flacher aus. Die Durchzeichnung des Schwarz ist nicht mehr so gut und auch die Reflexion des Mondlichts kommt nicht mehr so gut zur Geltung. Im zweiten 4K-Screenshot seht ihr den Charakter Quint, gespielt von Robert Shaw, indem er dem Bürgermeister, dem Sheriff und den Bürgern von Amity Island ein Angebot unterbreitet, den Hai zu töten. Im 4K-Shot seht ihr nochmal, wie gut der Kontrast wirkt und vor allem, wie natürlich der Hautton rüberkommt. Das ist die wahre Stärke des HDRs. Hingegen das Bild der Blu-ray wirkt da heller und wärmer. Man merkt, dass das Bild einen leichten Gelbstich hat. Wenn ihr zum Beispiel auf die Wand im Hintergrund achtet, beim direkten Vergleich fällt es einem sofort auf. Ich gebe dem Weißen Hai im Rahmen einer UHD-Disc 9 von 10 möglichen Punkten. Denn das, was im Remaster von 2012 an Qualität schlummerte, wurde hier von Universal für das 4K-Format hervorgeholt. Und ihr könnt fürs HDR zwischen drei Optionen auswählen. Daumen hoch dafür. Im Bereich Ton gibt es im Deutschen und im Englischen jeweils eine Dolby Atmos Spur zu hören, welche im Kern auf einer Dolby 2 HD Spur basiert. Auf der Blu-ray habt ihr im O-Ton da eine DTS HD MA 7.1 Spur.
Also, ihr bekommt mit Atmos nochmal ein bisschen was an 3D-Kanälen dazu. Jedoch muss ich sagen, dass die Atmos-Spuren eher ein nettes Gimmick sind. So kommt der Score von John Williams immer wieder von oben oder auch ein Hubschrauber und auch Unterwassergeräusche werden auf die 3D-Lautsprecher gesetzt. Ansonsten passiert da nicht viel. Ja, es macht den Film ein bisschen immersiver, aber es ist vor allem die Grundebene, die richtig gut funktioniert. Auch die Explosion am Ende kommt richtig schön tief und satt rüber. Aber auch die Geräusche im Wasser oder auf dem Boot klingen auf der Grundebene hervorragend. Die Stimmen kommen jederzeit klar und deutlich raus. Wie sieht es mit der deutschen Spur aus? Zunächst einmal klingt die Atmos-Spur sehr gut, kann aber mal wieder nicht mit der Dynamik und Wucht vom O-Ton mithalten. Aber das viel größere Manko ist die neue Synchro. Ich kenne den Film noch von VHS-Zeiten und somit die deutsche Monospur von 75. Diese Synchro klingt einfach am besten. Denn seien wir mal ehrlich, wer möchte die Synchro-Stimme von Eddie Murphy für Chief Brody hören? Der Nachteil ist allerdings, dass ihr dann einiges an Qualität und Dynamik einbüßen müsst. Denn manche Sounds klingen im Mono teilweise dumpf, dünn und sogar auch schrill. Es ist dennoch toll, dass Universal die originale Synchro mit draufgepackt hat. So könnt ihr entscheiden, was euch wichtig ist und besser gefällt. Im O-Ton gibt es übrigens auch die originale Monospur mit dazu. Insgesamt gebe ich dem Ton 8 von 10 möglichen Punkten, denn Atmos im O-Ton ist ein nettes Extra, aber eher als Spielerei zu betrachten. Die Grundebene wirkt aber nochmal besser und dynamischer abgemischt und es ist toll, dass die originalen Monotracks mit dabei sind. Auch lobenswert, dass der deutsche Ton ebenfalls auf Atmos aufgemotzt wurde. Das passiert leider viel zu selten. Also, es wird einem viel geboten. Bei den Extras wird euch nichts Neues geboten. Es handelt sich um das gleiche Bonusmaterial von der 2012er Blu-ray. Ihr bekommt eine tolle Doku über den Entstehungsprozess von Jaws. So werden einem die schwierigen Produktionsbedingungen genauer gezeigt und es gibt noch ein extra Behind-the-Scenes über den Hai. Was sehr erfreulich ist, viele Extras befinden sich auch auf der UHD-Scheibe. Insgesamt gebe ich dem Bonusmaterial 8 von 10 möglichen Punkten, da es sehr viel ist, aber einem nichts Neues hier geliefert wird. Machen wir weiter mit der Verpackung und ihr könnt hier die Steelbook-Version sehen, welche damals zum Release-Tag schnell vergriffen war. Glücklicherweise konnte ich mir noch ein Exemplar ergattern. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn dieses Steelbook sieht unfassbar schön und nice aus. Es ist typisch minimalistisch gehalten. Auf der Vorderseite ist der Hai und der Schriftzug zu sehen, wobei das Maul des Hais den Buchstaben A im Titel ausmacht. Um den Hai herum sind ein paar Luftblasen zu erkennen und auf der Rückseite sehen wir die Schwimmerin aus der Anfangsszene im Wasser und der Rest ist in Blau und Weiß gehalten. Das Steelbook hat dabei einen schönen glänzenden Effekt zu bieten. Das Innenleben zeigt einen Screenshot vom Film und die Disc wurden mit dem Hai bedruckt. So muss das sein. Insgesamt gefällt mir diese Verpackung mit diesem Design hervorragend gut. Ich gebe diesem tollen Steelbook daher 9 von 10 möglichen Punkten. Ein kleines Booklet oder ein paar Artcards wären noch schön gewesen. Also lohnt sich der Weiße Hai in 4K? Als großer Fan sage ich ein klares Ja dazu. Ich gebe dem Weißen Hai im 4K 8 von 10 möglichen Punkten. Der Film sah noch nie besser aus und ich denke, eine noch bessere Version wird es nicht mehr geben. Die UHD-Scheibe holt nochmal alles raus und das bessere Bild ist schon Grund allein, sich den Film in dieser Fassung zu kaufen. Solltet ihr allerdings kein großer Fan sein, dann würde ich einem Kauf nicht unbedingt zustimmen. Denn die Blu-ray bietet euch auch ein tolles Bild, da sie vom Remaster von 2012 auch profitiert. Beim Ton lohnt sich das Upgrade nur, wenn ihr den Film im O-Ton gucken möchtet, denn die deutsche Synchro gefällt mir im Monotrack am besten. Beim Bonusmaterial tut sich nichts. Das wäre kein Grund für den Kauf der UHD-Scheibe. Ihr seht, ihr müsst mal wieder abwägen, was euch besser gefällt und ob euch der Film in 4K die 22 Euro wert sind. Ansonsten tut es die Blu-ray für knapp 8,50 Euro auf jeden Fall. Jetzt seid ihr mal wieder gefragt, was denkt ihr zu Der Weiße Hai in 4K und was ist eigentlich euer perfekter Sommerfilm? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos vom Discflüsterer sehen möchtet, dann guckt euch gerne die Kritik von letzter Woche an. Da habe ich über The Batman gesprochen. Oder geht direkt auf meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Discflüsterer.